und Herren, DHL hat wieder geliefert. Expressmäßig. Ah, da haben wir es. Was haben wir jetzt hier? 98,9, 141. Holset HX 82. Das wird das hoffentlich das letzte Rad sein. Dann habe ich keinen Bock mehr, an dem Motor weiter rumzufummeln. Gut, Leute, wisst Bescheid. Ich werde das noch vermessen. Und dann geht es demnächst los mit dem Bau der einzelnen Teile. Mal kurz zu erklären, wie ich hier meine Diffusoren bearbeite. Ich habe hier hinter eine Holzschablone. Hierdurch kann man sie sehen. Darauf ist dieser Diffusor fest verschraubt, und zwar an drei Stellen, die sich durch die Belochung immer wiederholen. Das heißt, ich drehe nichts an der Maschine. Ich schraube dann jedes Mal diese drei Schrauben hier heraus und versetze das jeweils um ein Loch, und dann habe ich hier wieder diese identische Markierung bzw. diesen identischen Pfad, wo ich mit meinem Fräser dann entlang fahre, um halt den voreingestellten Winkel mit einer Papierschablone, natürlich, bin echt zu doof mit CAD zu arbeiten, um das jedes Mal gleichmäßig abzufahren. So, jetzt machen wir mal einen Fräsvorgang, ein bisschen näher dran hier. Dann. Bescheid. Hier ist das vorläufige Ergebnis. Ich will mal gleich was vorbereiten hier. Mal sehen. Also, dreht sich. Hier muss noch ein anderer Spinner drauf, weil dieses Verdichterrad natürlich 4 mm größer im Einlaufbereich ist. Aber sonst, ja, die Düse ist auch mal wieder sehr speziell. Wen es interessiert, 500 Milliliter. War mal eine Schüssel. Ja, und was mich ziemlich
erschreckt hat, ist der erste Test mit dem Starter. Was hier hinten für eine enorme Luft schon herauskommt. Also das ist schon eine ganz andere Hausnummer wie vorher. Hallo. Sowieso egal. Wahrscheinlich sieht man wieder nur die Füße. Erster wahrer Testlauf heute. Ich meine mit wahren Testlauf, so wird die letztendliche Konfiguration aussehen, abgesehen vom Nachbrenner. Das ist die Schubdüse, die eigentlich zu dem Verdichterrad größentechnisch dazu passen dürfte. Falls nicht, sind ja hier noch die kleinen Einschnitte, dass ich da eventuell noch ein bisschen auf- oder zubiegen kann. Aber erstmal sollte es so funktionieren. Let's go!
Okay, meine Damen und Herren, dieser Akku, 11,1 Volt, 2200 mAh, ist für die Pumpe kraftmäßig zu schwach. Vorher konnte ich den mit einem 2S Lipo schon auf Überdrehzahl bringen, das heißt über 70.000. Jetzt konnte ich die Drehzahl zwar nicht messen, habe ich aber die letzten Tage schon mal machen können. Das waren ca. 59.000. Das heißt, ich habe noch 10.000 Umdrehungen übrig und bin bei, wenn ich das mit einem Auge so richtig gesehen habe, 45 Kilo. Das heißt, 4S oder stärkere Pumpe. Naja, wir werden sehen. Wie sieht es denn aus hier drin? Alles gut soweit. Hier hinten sollte auch alles gut sein. Jo. Alles dran. Knack, knack, knack. Super. Also das sieht auch gut aus. Kann man nicht meckern.